Also, eine Frage brennt mir auf der Seele. Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr gegen diesen Ogre gekämpft habt? Die ersten paar Sekunden hatte ich nur einen Gedanken. Was geben sie diesen Dingern eigentlich zu fressen? Ich kenne sonst niemanden, der überhaupt schon mal einen gesehen hat. Ihr habt Glück, dass ihr noch hier seid. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass es mit euch nur selten langweilig wird, Hawk. Nicht, dass ich davon ausgehe, die tiefen Wege würden langweilig. Möge der Stein das verhindern. Immerhin hält einen die ständige Todesgefahr wach. Was habt ihr für diesen Ausflug in die tiefen Wege geplant? Bartrand organisiert das alles. Bei Andrastes Hintern. Er würde es vermutlich selbst dann tun, wenn wir nicht für alles bezahlen würden. Wir brauchen von der Oberfläche in etwa eine Woche, um den Teig zu erreichen, nach dem wir suchen. Ich hoffe also, ihr habt keine Angst vor der Dunkelheit. Wir haben Vorräte, Muskeln, Ausgräber. Und geplant ist, dass wir alles nach draußen schleppen, was nicht nied- und nagelfest ist. Gibt es irgendetwas Bestimmtes, das ich über euren Bruder wissen sollte? Um Bartrand zu verstehen, müsst ihr die Händlergilde der Zwerge verstehen. Sie besteht aus Zwergen, die ihre eigenen Mütter verkaufen würden, wenn sie dadurch auf einen größeren Anteil am Lyriummarkt hoffen könnten. Wer sich mit ihnen einlässt, muss stets mit einem Messer unter dem Kissen schlafen. Und in meiner Familie ist Bartrand dieser Zwerg. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, sollte ich vielleicht etwas mehr über euch erfahren. Da habt ihr Glück. Ich bin immer bereit, mit schönen Frauen über mich zu sprechen. Meine Familie stammt aus Orzammar. Wir waren das Adelshaus Tessras, bis mein Vater dabei erwischt wurde, wie er manipuliert hat. Er und unser gesamtes Haus wurden verbannt. Kein großer Verlust, wenn ihr mich fragt. Ich wurde hier oben geboren und ich mag die Sonne. Seid ihr ein Händler? Oder ein Söldner? Ich bin ein jüngerer Sohn. Das ist ein schwieriger und gefährlicher Beruf. Viele von uns sterben an Langeweile. Aber zum Glück bin ich Bartrands jüngerer Bruder. Und das hält mich auf Trab. Der Bauer weiß, wie sehr es ihm an Feingefühl mangelt. Also bin ich derjenige, der die entsprechenden Fäden zieht, um uns die Coterie vom Hals zu halten. Der uns einen winzigen Vorsprung vor den anderen Familien sichert. Wie sind die tiefen Wege so? Ich könnte euch die üblichen Geschichten erzählen. Unmengen an dunkler Brut, gefräßige Bestien, Höhleneinstürze. Ich habe mein ganzes Leben in Kirkwall verbracht. Das ist zwar meistens auch schon gefährlich genug, aber wohl kaum mit den tiefen Wegen zu vergleichen. Das hier wird also ein Abenteuer. Ja, so könnte man es wohl nennen. Großartig, dann sind wir jetzt Abenteurer. Wie kann es nachts nur so gefährlich auf diesen Straßen sein? Wir sollten uns diese dämlichen Schläger vornehmen. Da seid ihr ja. Ich bin schon seit Stunden hier. Ada ist nicht aufgetaucht. Und auch sonst niemand. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das kommt direkt nach, was soll schon schiefgehen? Das ist die Hure, nach der wir suchen. Schlitzt sie auf! Geschickt. Durchsucht die Leichname. Ich muss herausfinden, wo er steckt. Er versteckt sich in der Kirche und schickt irgendwelche Schläger, um mich loszuwerden? Mieser Feigling. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Na los, komm schon.
Karl war ein guter Magier und ein guter Mann. Ihn zu einem Besänftigten zu machen, widerspricht jeglichen Gesetzen der... Isabella, ich hätte wissen müssen, dass ihr mich hier findet. Sagt euren Männern, sie sollen nächstes Mal die Briefe verbrennen. Es hat Castillon das Herz gebrochen, als er von dem Schiffbruch gehört hat. Ihr solltet ihn wissen lassen, dass ihr noch am Leben seid. Das muss ich wohl vergessen haben. Wo ist die Reliquie? Ich habe sie verloren. Castillon wird wohl oder übel auf sie verzichten müssen. Ihr habt sie verloren? Genau wie ihr ein ganzes Schiff voller wertvoller Fracht verloren habt? Sie waren keine Frachthäder, sondern verzweifelte Leute. Diese Sklaven waren 100 Sovereigns pro Stück wert. Und ihr habt sie in die Wildnis entkommen lassen. Und jetzt ist auch noch die Reliquie verschwunden. Castillon wird nicht glücklich sein, das zu hören, das verspreche ich euch. Könnte mir bitte jemand erklären, was hier vor sich geht? Isabella war ein ausgesprochen böses Mädchen. Sie hat ein perfektes Geschäft platzen lassen und ist dann geflohen. Hat sie euch das etwa nicht erzählt? Ich habe ihr genug erzählt. Ich sagte, ich hätte ein Duell arrangiert und das habe ich auch. Ich sagte außerdem, ihr würdet nicht fair spielen und das habt ihr auch nicht. Wir können uns später unterhalten, wenn ihr möchtet. Im Moment haben wir aber andere Probleme. Ihr müsst Castillon ja nicht von Isabella erzählen. Wenn ich ihn hintergehe, wird er mich töten lassen. Und mein Leben ist mehr wert als ihres. Es gibt nur einen Weg, die Sache zu klären. Ich wollte es im Gespräch klären. Vertraut mir, es ist besser so. Von Helder wird Castillon zwar nichts über mich erfahren, aber irgendwann wird er mich doch finden. Ich muss ihm einfach nur die Reliquie beschaffen. Ganz einfach. Was ist so interessant an dieser Reliquie? Ich weiß wirklich nicht, was sie ist, außer dass sie uralt und mein Gewicht in Gold wert ist. Castillon hat mich auf die Suche danach geschickt, um ihn für die Befreiung der Sklaven zu entschädigen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, er will mich einfach nur tot sehen. Aber damit käme ich ihm zu leicht davon. Wenn euch die Reliquie Castillon vom Hals schafft, helfe ich euch, sie zu beschaffen. Ich weiß noch immer nicht, wo sie sich befindet. Aber wenn ich etwas höre, seid ihr die Erste, die davon erfährt. Wie auch immer, danke für eure Hilfe mit Helder. Ich glaube, ich werde eine Weile bei euch bleiben. Vielleicht kann ich ja irgendetwas für euch tun. Ich habe ein Zimmer im Gehängten Mann, falls ihr euch später ein wenig Gesellschaft wünscht.